Avataren und Avatare, sehr geehrte Damen und auch Herren. Karneval muss nicht nur Frohsinn sein, nein, er kann auch sinnvoll genutzt werden für hochpolitische, wichtige und seriöse Aktionen. So auch in Mannheim. Die Partei ist angetreten, hier irgendeine furchtbar wichtige politische Aktion, wie ich ja schon sagte, zu veranstalten. Ich darf Fotos machen, hieß es, das ist toll, und ich mache mal einen kleinen Schwenk und vielleicht nachher noch mehr. Ne? Jo, danke. Ja, das ist S4, das ist in Mannheim so, ne? Da kann ich jetzt auch nicht, also keine Straßennamen. Und selbst die Sonne strahlt. Wo war sie jetzt so? Also ist jedenfalls so. Vielen Dank. Hier sehen wir noch einige ganz offizielle Insignien der Partei. Das sind so Taschen und all sowas. Und wie auch vorhin schon zu sehen, die kompetentesten Frauen, die schönsten Männer, alle versammeln bei der Partei. Wo denn sonst? Und da kommt der Nachschub. Unmengen an Aufklärungs- und Informationsmaterial treffen hier schubweise ein, und alles ist natürlich deswegen sehr erfreut, dass auch diese Sache wieder einmal wunderbar geklappt hat. Was ist mit dem runtergelassenen Rollladen, ne? Ja, mit dem. So, ich helfe jetzt lieber mal ein bisschen mit, ne? Ich muss sagen, liebe Avatarinnen und Avataren, ich bin schwer beeindruckt. Es ist wirklich enorm, was hier logistisch und materiell aufgeboten wird für die wichtigen Ziele, die mir später sicherlich auch wieder einfallen, die auf jeden Fall aber, also guck mal an die Blumen, ne? Ist das nicht nett? Ne? Und ja, also das ist doch Politik mit blumigem Anklitz, ne? Würde ich mal sagen, ne? Später mehr. Die Lust haben, sich zurechtmachen, entweder mit Lehrplakaten und irgendwas drauf oder mit einem Lehrplakat gedreht, wenn man sich auf der einen Seite nicht outen möchte. Wir haben 7, glaube ich, von diesen unterschiedlichen, wunderschönen, original gelayouteten, also auch das Verhältnis der Höhen zueinander und so weiter ist original nach FDP-Vorgaben und die Schrift auch und alles. Das haben die netterweise alles im Netz, inklusive ihrer Schriftart. Corporate S. Und natürlich den gelben Sack auch nochmal. Genau, also in einer bunten Mischung mit Plakaten. Da unten sind auch noch so irgendwie Oettinger Stürzen und solche Sachen, die zu Fasching passen. Genau, dann haben wir verschiedene Sachen zum Verteilen. Taschen, wer Taschen möchte, entweder geliehen oder erwerben, was 20 Euro kosten die, oder? Irgendwie, aber ansonsten auch geliehen jetzt zum Verteilen. Wir haben selbstverständlich Sammelbögen. Auf jedem dieser Sammelbögen ist im Wesentlichen Land Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und unten noch ein bisschen Mannheim. Achtung, Menschen in Mannheim auf der Straße sind zu 50% nicht aus Baden-Württemberg, geschweige denn aus Mannheim. Oh. Mannheimer sind alle sonst wo, aber nicht hier. Das sind interessante Informationen. Andrehen. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber wir schauen dann mal. Das Land hängt man an den Nippen. Naja, das war günstig in der Metro. Krawatten bestellt, gelbe. Einmal 20, einmal 10. Wir haben es alle nicht geschafft, bis gestern den Weg zu mir zu finden. Tragisch, aber so ist es. Logistische Probleme. Improvisiert. Und wir haben also jetzt, das ziehe ich gleich noch an. Ach, Claudia kommt auf jeden Fall, der hat noch gelbe Wollmützen. Yeah! Oh. Yay! Geil!
Ich habe daraufhin ein wenig improvisiert. Wir haben zum einen von diesen fummeligen, dünnen Krawatten, die ich gerade auch trage, Stückzahlen. Und bitte dann. Und dann habe ich auch noch eine Handvoll. Sehen auch so schön ranzig aus. Ranzige, etwas breitere Krawatten. Bedient euch doch einfach. Man muss halt, genau, man muss da tatsächlich schon ja. Mit einem solchen Einsatz und einem solchen Improvisationsvermögen, demnächst Deutschland regiert wird von der Partei, was soll da noch für Wünsche offen bleiben? Eigentlich eine ganze Menge, aber keine wichtigen, würde ich sagen. Das ist doch wirklich überzeugend. Gelbe Säcke. Hat noch jemand anders gelbe Säcke dabei, außer mir? Nicht so wirklich. Ja, auch ich nehme natürlich diese wertvolle Angelegenheit über Schütze und habe mir auch bereits ein Plakat ausgewählt. Mal gucken, ob man das jetzt hier kameramäßig filmen kann. Natürlich müssen auch die Finanzen stimmen, ne? Und mit den Meinungen, das kann man dann ja halten, wie es gerade, ne? Also, ihr wisst schon, ne? Vielen Dank.